Am nächsten Morgen war es fast so kalt wie damals bei der Eisweinlese. Polt litt noch ein wenig unter den Nachwirkungen einer nächtlichen Völlerei, trank nur Kaffee und servierte seinem Kater der ausgleichenden Gerechtigkeit wegen ein besonders üppiges Frühstück. Dann entschloss er sich zu einem Spaziergang, der ihm auch gleich Gelegenheit bieten würde, sein textiles Weihnachtsgeschenk auszuprobieren. Ohne darüber nachzudenken, ging der Gendarm am Kühlhaus vorbei auf den nördlichen Talhang zu. Dort wandte er sich Richtung Burgheim. Als Polt das Presshaus von Karl Fürnkranz erreicht hatte, folgte er dem Güterweg, der hinauf ins Hügelland führte. In einem der Weingärten wurde gearbeitet. Im Näherkommen erkannte er Karl Fürnkranz und zu seiner Verblüffung auch dessen Sohn Martin. »Was ist denn da passiert?« Der Weinbauer unterbrach seine Arbeit. »Nix ist passiert.« »Ach so, es überrascht Sie, den Martin hier zu sehen.« »Was soll ich sagen? Er wollte es wieder einmal probieren. Gelernt hat er das Schneiden ja, bevor ihm die Lust am Weinbau vergangen ist. Aber jetzt, Ferien hat er. Und auch sonst schadet ihm die Arbeit nicht. Fast wie eine Therapie. Was?« Martin hatte kurz aufgeblickt, schnitt dann aber schweigend weiter. Er schaute ernst und konzentriert drein. In nur wenigen Tagen war sein Gesicht merklich schmal geworden. Polt hob den Kopf. Der Himmel war blassblau, die fast farblose Sonnenscheibe schickte weißes Licht über weißes Land. »Eine Frage an dich, Martin. Kannst du dir vorstellen, dass mir dieser Heinz Dvorak weiterhelfen könnte? Es geht nicht um deine Angelegenheit. Aber der Tod von Ferdinand Lutzer hat auch irgendwas mit Tschechien zu tun. Schaut wenigstens so aus. Und der Dvorak wird den Lutzer gekannt haben, nehme ich an.« Der junge Fürnkranz ließ die Rebschere sinken. »Sicher hat ihn gekannt. Ich glaube sogar, dass sie geschäftlich miteinander zu tun hatten. Oder was man so geschäftlich nennt. Ich kenne den Dvorak nicht so gut, bin nie klug aus ihm geworden. Der Lutz hat jedenfalls einen Mordsrespekt vor ihm gehabt, wenn nicht sogar Angst.« »Und warum war der Dvorak damals bei dir, als ich dazugekommen bin?« »Er hat gesagt, ich soll mich beeilen mit dem Zurückzahlen, weil sich da was zusammenbraut. Und dann hat er mich noch beiläufig gefragt, ob ich etwas mitbekommen habe in dieser Nacht. Sie wissen schon.« »Nein«, habe ich gesagt. »Dein Glück«, hat er gesagt. »Kann ich den Dvorak irgendwie erreichen?« »Adresse habe ich keine, nur eine Handynummer. Läuft aber immer die Mailbox. Ob der einen Gendarmen zurückruft?« »Hast du die Nummer bei dir?« »Ja, eingespeichert.« Martin holte sein Handy hervor, Polt notierte. Karl Fürnkranz war auf seinen Sohn zugegangen und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Die Nummer kannst jetzt löschen. Habe ich recht?« »Ausnahmsweise, Alter.« Martin versuchte zu grinsen, aber seine Augen blieben ernst. Er wandte sich dem Gendarmen zu. »Darf ich Sie was fragen, Inspektor?« »Jederzeit.« »Dieser Brunner Bartl, cooler Typ eigentlich. Ist der wirklich erfroren? Ganz einfach so? Der hat doch immer noch in seine Villa zurückgefunden.« »Diesmal dürfte er zu viel erwischt haben. 3,2 Promille. Das haut den Stärksten um.« »Warum fragst?« »Nur so.« Karl Fürnkranz hielt Polt die Rebschere vors Gesicht. »Und jetzt halten Sie uns nicht mehr von der Arbeit ab, Herr Polt. Los, Martin!« Polt schaute interessiert zu. »Also, Herr Fürnkranz, bei Ihnen werde ich ganz gerne einen Kurs belegen. Darüber lässt sich reden.
wenn nicht gerade wieder einmal ein Toter in meinem Presskorb liegt. Das möchte ich kein zweites Mal erleben. Karl Fürnkranz hielt in der Bewegung inne, eine Rute zwischen den geöffneten Schneiden der Rebschere. »Na ja, irgendwie stark war das schon.« Dann schnappte die Schere zu. Gegen 12 Uhr klopfte Polt dann an Grete Hahns Küchentür. »Hereinkommen!« Polt trat ein und Frau Hahn, die in Jeans und Pullover am Abwaschbecken stand, drehte sich zu ihm um. Sie war unfrisiert und hatte Ringe unter den Augen. »Du traust dich was, Bubi?« »Aber heute bin ich harmlos, sieht man doch. Oder?« »Und zu essen gibt's nichts, Herr Gendarm, rein gar nichts. Ich habe eine lange Nacht hinter mir.« Frau Hahn nahm Polt gegenüber Platz und beugte sich vor. Ihr Atem roch nach Alkohol. »Wollen Sie nicht wissen, wer mir die Nachtruhe geraubt hat?« »Ja, ich werde schon erfahren, nicht wahr?« »Ja. Auf das weibliche Mitteilungsbedürfnis ist Verlass. Ein begnadeter Frauenkenner, der Herr Polt. Der Christian Wolfinger war gestern bei mir und hat mir einen Hasen gebracht. Fast mehr Schrotkörner als Fleisch. Aber wenn Jäger einmal abdrücken dürfen, dann tun sie's, ohne Hemmungen.« »Der Wolfinger, also, einer unserer standhaftesten Junggesellen.« »Gar so standhaft muss der nimmer sein. Wird sich wahrscheinlich ans eigene Ablaufdatum kaum noch erinnern. Aber trinken kann er ganz gut.« Frau Hahn lächelte böse. »Außerdem ist er ein unterhaltsamer Mensch. Ich sag Ihnen was, Herr Polt. Wenn Sie als Frau das Vergnügen haben, ein paar Stunden einen Mann beim Trinken zu beobachten, ersparen Sie sich das beste Kabarett.« »Na, was ist so komisch dran?« »Na, die Verwandlungen sind's, die so ein Gockel mitmacht zum Totlachen. Können's mir glauben. Da kommt erst einmal die galante Phase. Gesichtsausdruck irgendwo zwischen Humphrey Bogart und Dieter Bohlen. Körperhaltung, 3-Stern-Hotelportier, Stimmlage, Reibeisen mit Ölfilm.« Polt hatte sich erheitert zurückgelehnt. Er sah den Wolfinger förmlich vor sich. »Und dann?« »Dann folgt ein betont lockeres Zwischenspiel. Also, wie lang sind's denn jetzt schon bei uns im Dorf, Frau Hahn? Und Sie halten's immer noch aus mit uns? Man fragt ja nicht nach dem Alter, aber mehr als 30 können es nicht sein. Hübschen Pullover haben's da an. Bestimmt aus der Stadt. Sowas bekommt man nicht bei uns. Wie werden's ihn denn zubereiten, den Hasen? Na, der hat jedenfalls keinen Pullover mehr an. Aber im Ernst, wollen's nicht auch noch einen Fasan in den nächsten Tagen? Ich mache ja gerne jemand eine Freude.« »Ja, und dann, Herr Polt, der Schuss aus der Hüfte.« »Besonders einer so schönen Frau.« »Fortsetzung folgt, nicht wahr?« »Allerdings. Zwar durch launige Eigenwerbung. Entrücktes Lächeln, der Blick verklärt, man könnte auch glasig sagen, tiefer Schluck, Outing. Ich war ein ganz schön wilder Hund, das wissen alle, die mich kennen, und alle Weiber, die das Vergnügen mit mir hatten, pardon, Frau. Geschichten könnte ich erzählen, da käme so manche Brundorfer Ehefrau in Verlegenheit, aber der Kavalier genießt und schweigt. Tiefer Schluck, tiefer Blick, erst in die Augen, dann auf den Busen. Möchte wissen, wo der hinschaut bei mir.« »Und das war's dann endlich?« »Wo denken Sie hin, Herr Polt?« »Das Beste kommt erst. Das Tier im Mann. Lauernder Gesichtsausdruck, vorgebeugte Sprunghaltung, triefende Lefzen, kehlige Laute. Dann schießt eine Hand vor und vergewaltigt meinen Unterarm.« »Ja, und Sie, Frau Hahn?« »Ist schon gut«, habe ich gesagt und ihm die Hand getätschelt. »So ist das Tier im Mann ein Plüschtier geworden. Und das Plüschtier hat sie endgültig angesoffen.« »Also,
Wie der Wolfinger heute ausschaut, würde mich schon interessieren. Sie können ihn gern besichtigen, Herr Bolt. Im Zimmer drüben, liegt auf der Bettbank. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der Mann, seiner Beute beraubt, besinnt sich mit Orgelklang in der Stimme auf sich selbst, erst tiefsinnig, dann anklagend, dann sentimental. Irgendwann ist auch die Frau ihm gegenüber so angetrunken, dass sie ihn eigentlich ganz nett findet, und alles löst sich im Nebel auf. Und am nächsten Tag hat man dann so ein Wrack bei sich zu Hause herumliegen. Lesbisch könnte man werden, sag ich Ihnen. Es wird schon auch andere geben. Die zeigen's mir erst einmal, Herr Polt. Die Jungen plagen sich linkisch mit ihren Hormonen herum und sind froh, wenn sie ihren ersten Abschuss nicht ganz verpatzen. Die sogenannten Heiratswilligen suchen eine, die ihnen in Zukunft die Arbeit abnimmt und der sie so nebenbei und ziemlich lustlos ein paar Kinder machen. Bei den Ehemännern können sich's die Frauen dann aussuchen, was schlimmer ist. Dass sie nicht heimkommen oder dass sie heimkommen. Also, ich kennt schon auch anders. Sie? Sie verstehen der Karin Walter den Platz für einen Mann, der wirklich zu ihr passt. Und machen es sich dabei bequem als Junggeselle mit allen Freiheiten und ohne Pflichten. Na, wie's meinen, Frau Hahn? Jetzt sind's nicht gleich beleidigt, Herr Bolt. Aber es ist wirklich ein Jammer auf dem Land. Eigentlich kann keiner mit dem anderen etwas anfangen. Schauen Sie sich doch einmal die Ehepaare an, mit ihren 6, 7 Wörtern, die sie miteinander reden am Tag. Und zwischen Kindern und Eltern ist überhaupt Funkstille. Da kann, weiß Gott, was passiert sein. Es wird fein totgeschwiegen. Das ganze Dorf ist um nichts besser, sage ich Ihnen. Wie ein Klodeckel. Oben sauber, unten stinkt's. Katzenjammer, nach dieser Nacht, Frau Hahn. Haben's auch wieder recht, mein allerliebster Herr Simon Polt. Darauf trinken wir, keine Widerrede. Unwillig nahm Polt ein gefülltes Glas entgegen. Eigentlich wollte ich mit Ihnen über den Firnkranzquadl reden. Je öfter ich ihn sehe, desto weniger verstehe ich ihn. Einsam ist er. Herr Polt, zum Verzweifeln einsam. Der hat eine gute Ehe geführt. Das muss sogar ich zugeben. Und mit dem Tod seiner Frau ist dieser Mann bis heute nicht fertig geworden. Aber umso erfolgreicher verdrängt er ihn, verbeißt sich in seine Arbeit, verliert sich in seinen Büchern, verkriecht sich im Weinkeller. Und wann er es wieder einmal braucht, geht er ins Buff. Das wissen Sie auch. Macht ja kein großes Geheimnis draus. Hat nichts mehr zu verlieren, der Mann. Und der gute Martin geht seine eigenen Wege. Gerade noch, dass er beim Vater wohnt und sich die Ausbildung von ihm zahlen lässt. In letzter Zeit schaut's mir so aus, als ob die zwei wieder zusammengerückt wären. So. Naja, der Firnkranz hängt schon sehr an dem Buben. Aber dass der Martin auf einmal was an seinem Vater findet... Vielleicht braucht er was von ihm. Kann schon sein. Nur so nebenbei. Was war denn da mit der Tochter vom Firnkranz? Sie hat weggeheiratet und der Vater will nichts mehr wissen von ihr. Aber mit dem sauberen Herrn Lutzer hat er sich abgegeben. Bis zum Schluss. Wie sollten das zusammenhängen? Da fragen Sie besser die Karin Walter. Lieber Herr Polt, Freude wird sie keine haben an diesem Gespräch. Aber sie war nun einmal die beste Freundin von der Monika. Und ich traue mir wetten, dass sie nicht einmal weiß, wo sie heute lebt. Werde ich heute fragen. Nächste Woche ist die Karin ja zurück. Schule fängt wieder an. Und ich gehe dann. Danke für die Zeit. Für den Wein. Frau Hahn hob mit unsicherer Hand ihr Glas. Immer höflich, der Simon Polt. Handkuss bekomme ich keinen? Ich war nie in der Tanzschule.
Und sonst bekomme ich auch keinen. Keinen was? Kuss. Polt stand hastig auf. Wissen Sie was, Frau Hahn? Haben Sie mich gern. Frau Hahn lächelte vergnügt. Aber ja. Am Nachmittag entschloss sich Polt, den Kirchenwirt für ein frühes Abendessen aufzusuchen. Die Gaststube war fast leer, als Polt eintrat. Nur Sepp Reuschel stand an der Schank und unterhielt sich mit Franz Greis, dem Wirt. Simon Polt. Er streckte ihm die Hand entgegen. Seltener Gast in letzter Zeit. Was darfst denn sein? Bier. Später was zu essen, aber nur Kleinigkeit. Sepp Reuschel hatte wortlos damit begonnen, in seinen Taschen herumzusuchen. Plötzlich hielt er inne und machte ein verschwörerisches Gesicht. »Ich muss euch was zeigen, Herrschaften.« Langsam zog er mit spitzen Fingern etwas Dünnes, Durchsichtiges hervor. »Na, was sagt ihr dazu?« Franz Greis befühlte andächtig das feine Gewebe. »Ein Damenstrumpf! Und was für ein schöner!« »Wenn ich mir die passenden Beine dazu vorstelle, wird mir ganz anders.« »Wo hast du denn den her, um Himmels Willen, Sepp? Ich habe immer geglaubt, dass du der Bravste bist von uns allen.« »Und was kann ich dafür, wenn ich ihn find? Und liegen lassen habe ihn auch nicht können, wie das ausschaut mitten im Dorf.« Reuschel legte den Strumpf so vorsichtig auf die Schank, als wäre er zerbrechlich. Polt beugte sich interessiert vor. »Also, ich glaube nicht, dass irgendeine bei uns sowas anhat.« »Sie müssen's ja wissen, Herr Polt.« Reuschel wollte den Strumpf einstecken. »Wartens, Herr Reuschel. Wann und wo haben Sie diesen Fund gemacht?« »Der Herr schon da, muss wieder einmal ganz genau wissen. Lassen Sie mich nachdenken.« »Na klar, Samstag vor Weihnachten war es, ganz früh am Morgen. Ich war mit dem Auto in meinem Presshaus Nachschau halten und dann bin ich noch nach Brundorf gefahren, weil der Stelzer ja meistens früher aufsperrt als der Franzkreis, der alte Faulpilz. Naja, aber der Stelzer war auch noch zu. Nach Hause wollte ich nicht, wartet ja niemand auf mich. Bin ich ein paar Schritte gegangen und dann finde ich das.« »Wo denn genau?« »Vor der Brücke, über den Wiesbach und den Busch.« »Also Richtung Kühlhaus?« »Ja.« Polt griff nach dem Strumpf. »Dann muss ich das da leider als mögliches Beweismittel sicherstellen.« »Aber wofür denn?« »Für irgendetwas, was sich abgespielt hat in dieser verdammten Nacht.« Reuschel hatte einen roten Kopf und glänzende Augen bekommen. »Eine Sündhaftigkeit.